Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner James Allison und den Japaner Tasuku Honyo. Den Forschern sei ein Meilenstein im Kampf gegen Krebs gelungen, teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die Entdeckung der beiden Mediziner nutze die Fähigkeit des Immunsystems, Krebszellen zu bekämpfen, indem die Bremsen der Immunzellen gelöst werden.